Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja, ich muss gerade wieder mein Mikro etwas wegmachen. Eigentlich mal vorweg, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Habe aber keinen Puffer mehr, deswegen nehme ich heute trotzdem auf. Also stört euch nicht an meiner verschlossenen Nase, die man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen hört. Ja, wir haben heute den 22.02. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir so genau machen wollten. Auf jeden Fall wollten wir hier durch die Höhle gehen. Frage ist nur, wohin? Weil die ist ja so riesig, die Höhle. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man sieht, welche Pokémon schon gefangen hat. Das ist ein Zubat. Haben wir Zubat schon gefangen? Ich weiß es nicht, ob dann oben links ein Symbol ist. Ich gehe mal gerade auf Flucht und guck mal nach, ob wir einen Zubat schon hatten. Pokédex, genau. Da, Zubat. Nee, gefangen haben wir das, glaube ich, noch nicht, so wie das aussieht. Nee. Gut. Dann werden wir jetzt das nächste fangen. Oh, da ist noch ein Item. Ein Trank. Sehr schön. Unsere Pokémon müssten eigentlich auch voll sein. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwei zwielichtige Gestalten. Oh, ich kann heute überhaupt nicht quatschen, ey. Und lesen und... Ein Käfersammler. Käfersammler möchte kämpfen. Was hast du denn? Ein Hornview. Level 11. Oh, Dave ist Level 10. Ich dachte, er wäre eigentlich auch so um die 14. Fußkick. Ist doch gut, oder? Nein. Oh, toll. Dave ist jetzt wahrscheinlich vergiftet. Nee, doch nicht. Machen wir mal Kratzer. Ist das besser? Oh ja. Dann hoffe ich jetzt mal, dass der Dave das Hornview kaputt kriegt. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Sehr schön. Weil dann kriegt der Dave nämlich richtig gute Erfahrungspunkte. War lustig, dass er nicht vergiftet. Vielleicht ist er ja auch immun. Das ist mir natürlich auch möglich. 121 EP. Ein Kokuna. Ja, ganz gerne. Was ist mit Bo? Ist auch Level 11. Gut, dass wir den zurückgenommen haben. Außer wenn jetzt Kokuna irgendwo Härtner kann oder so. Das wäre es dann natürlich. Oh, Konfusion. Achso, möglicherweise werde ich gleich noch unterbrochen. Oh, das war sehr effektiv. Möglicherweise werde ich gleich noch unterbrochen, denn meine Oma kommt wieder zurück nach Hause. Die ist da immer tagsüber in so einer alten Beschäftigung. Keine Ahnung, wie man das nennt. Gut, jetzt, ja gut, jetzt können wir das Zubat fangen. Ich wollte jetzt eigentlich gerne nochmal zurück in das Pokécenter. Kratzer war besser. Nochmal den Dave. Blutsauger hat, glaube ich, nur eins abgezogen, ne? Ja. Dann versuche ich jetzt mal, das Zubat zu fangen. Oh, das ist sehr schön. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt direkt. Pokéball. Ja gut, haben wir ja noch 6 Stück. Yay! Ein Zubat wurde gefangen. Sehr schön. Für Zubat wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ich glaube, sie ist bisher nur einmal geflohen. Kann das sein? Und das war eben gerade. Zubat, Fledermaus. 0,8 Meter, Gewicht 7,5 Kilogramm. Ich bin gerade im Überlegen, ob das schwer ist. Dieses Pokémon stößt während des Fluges Ultraschalllaute aus, um Hindernisse zu orten. Wie eine normale Fledermaus auch. Nein. So. Gehen wir schon mal schnell raus.
Auch wenn euch das jetzt stört, ich mache das trotzdem. Ich spiele das Spiel so, wie ich das spiele. Oh, ein Kleinstein. Ah, ein Schleifstein. Da muss ich gerade an Christoph denken. Der hat das von irgendjemand anderem. Nee. Doch. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat Christoph die ganze Zeit immer gesagt so, oh, ein Schleifstein. Oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Ich werde mal hier tauschen. Nicht gegen Item, sondern gegen ein Pokémon. Gegen Smetbo. Also ein Kleinstein wäre schon geil, ne? Verwandelt sich in Onix, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das wird ihn wahrscheinlich töten. Nee? Das ist schön. Wobei, ich glaube, Kleinstein ist nicht so geil. Mach mal einen Tackle, oder? So halt nicht so viel ab. ja gut, ich versuch's jetzt einfach mal zu fangen. Ach Mann, ey, ich gehe hier immer auf die falschen Sachen. Vielleicht funktioniert's ja. Yay, ein Kleinstein wurde gefangen. Für Kleinstein wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Kleinstein, Gestein, 0,4 Meter, 20 Kilogramm. Das ist viel, aber das ist auch ein Stein, von daher ist das auch... Der darf so viel wiegen. Kleinstein sonstig gerade, gerne auf Gebirgspfaden. Tritt man auf Kleinstein, wird es sehr wütend. Wie soll man denn da drauf treten, wenn das 40 cm groß ist? Nein. Auch Entschuldigung für meinen Hustengedöns. Aber ich brauche halt ein bisschen Aufnahmezeugs. So. Dann kannst du mal meine Pokémon heilen. Und dann tun wir das Zubat direkt auf den Gast-PC übertragen. Weil das möchte ich nicht haben. So. Dann gehen wir hier hinten an den PC. Jemandes PC war das, glaube ich, ne? Das war Gast-PC, ja. Ablegen. Zubat. So. Die Box 1 müsste auch noch gar nicht so voll sein, deswegen lasse ich die jetzt mal. So. Ich glaube, 15 Pokémon kriegt man in eine Box rein, meine ich. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Also was Spezielles hatte ich heute gar nicht vor, ne? Also irgendwie was fangen oder so, halt das, was gerade kommt. Ein Zubat! Ist da jetzt ein... Nee, schade. Weil das wurde bei den neueren Teilen, wird das oben links über dieser... Da ist ja so ein Pfeil. Und da wird das dann links oben über dem KP, wird es angezeigt, ob man das Pokémon schon hat mit so einem kleinen Pokéball. Das war eigentlich sehr hilfreich. Ich mache hier das trotzdem platt. Oh, mir ist gerade ein bisschen kalt. Aber eben gerade war mir noch warm. Wahrscheinlich, weil ich krank bin. Ich habe mir übrigens am Samstag neue Schuhe gekauft. Bitte nicht selbst treffen. Dankeschön. In Holland, genau. Der Dennis und ich, wir waren nämlich in Roermond oder wie das heißt. Und, da ist ein Outlet-Center. Och nö, jetzt hast du dich selbst verletzt. Boah, viel. Schlimm. Bitte nicht nochmal. Dankeschön. Und, ja. Yay, Dave erreicht Level 11. Ja, und da waren wir halt so ein bisschen shoppen. Wandern danach. Ah, da will ich aber noch nicht lang. Wir können auch noch nach unten. Danach waren wir noch beim Mediamarkt. Weil da gibt es ja indizierte Spiele zu kaufen. Also die es hier in Deutschland nicht gibt. Haben wir aber nichts gefunden. Die hatten.
Wir haben eigentlich auf so eine Grabbelkiste irgendwie gehofft. Also so eine Kiste, wo Spiele für 13 Euro oder so drinnen liegen. Das hatten die da aber leider gar nicht. Das war sehr schade. Ja, aber wir haben dann Churros gegessen. Und die waren richtig lecker. Mit Puderzucker. Das war zwar viel zu viel Puderzucker, weil diese Tüte ist noch halb voll mit Puderzucker. Aber das war so lecker. Und wir wollen jetzt in 2 Wochen nochmal nach Holland. In eine Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Geht eigentlich. Also mal noch. Göre möchte kämpfen. Ein Myrapla, das ist auch ein süßes Pokémon. Ich glaube, sind wir tot? Nein. Ich glaube, Fußkick ist hier ganz gut, oder? Ja. Um Gottes Willen. Okay, wir tauschen das Pokémon. Smetbo. Ich möchte jetzt eigentlich ungern nochmal zurücklaufen. Ich mache mir hier gerade noch meine abgestandene Afrikola auf. Ich habe die mir mal letztens irgendwann mal in der Schule gekauft, weil ich Bock auf was Süßes hatte und nicht irgendwie Cola haben wollte. Also normale Cola. Und ich finde, Afrikola schmeckt eigentlich sehr geil. Seitdem trinke ich die voll gerne. Yay, ist mit Bereich Level 14. Stachelspore. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir haben noch eine Attacke, die wir wegschmeißen können. Hier, Fadenschuss. Gucken wir einfach mal, was Stachelspore so kann. Kann das eigentlich auch mal passieren, dass dann eine Attacke vergessen wird und die neue nicht erlernt wird? Ist es möglich, dass das passieren kann? Ein Knofenser! Nein! Die sind ja alle letzte Level 14. Dann tun wir das Smetbo auf Level 15 leveln. Es gibt einen Knofenser-Turm. Wo gab's den denn? In Johto irgendwo. Das ist die zweite oder dritte Stadt, in die man kommt. Bei der goldenen Edition. Da gibt's so einen Knofenser-Turm. Bisschen gruselig. So, was haben wir hier unten noch? Oh, noch eine Leiter. Oh, Leute. Ein Zubat. Ich wollte ja wechseln. Kacke. Ach, ich habe jetzt keinen Bock, hier gegen den zu kämpfen. Wir müssen hier mal gerade durchtauschen. Der Dave kommt nach ganz... Nee, ich tausche ihn einfach mit Smetbo fertig. Das reicht ja aus. Okay. Ist hier noch ein... Wo bin ich denn hier? Bist du auch auf Forschungsreise? Okay, da gibt es also 2 Treppen nach unten. Teenager möchte kämpfen. Ein Radfratz. Ach genau, Stachelspore. Mal gucken. Paralysiert. Okay. Gut, dass ich das gegen nichts Gutes gemacht habe. Also können wir auch ruhig die nächste Attacke, die wir dann noch irgendwann vielleicht erlernen. Dann dahin ersetzen. Smetbo ist schon die dritte, ja. Das war erst ein Raupi, dann ein Safcon und dann ein Smetbo. Das heißt, das ist schon fertig entwickelt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Noch ein Radfratz.
Ich denke immer, dass Ratfratz würde angreifen, weil ich finde die Konfusionsattacke, wie die ausgeführt wird mit dem Blinken, finde ich voll geil. Und eigentlich hat sowas nur der Gegner immer, was voll geil aussieht. Ein Zubat. Komm, ich lass... Nein! Ach, ich muss das Mikro ein bisschen noch weiter weg tun, weil ich sehe die ganze Zeit, dass das bis oben ausschlägt hier. Komm hier. Friss Konfusion und stirb. Ja, super. Burner. So ein Mist, verloren!